Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es genau eine Woche her, wo wir hier im Hotel Avanti Palm Resort in Orlando, Florida angekommen sind. Wir haben ja auch schon ein paar Videos gemacht von diesem Urlaub, von dieser tollen Reise bisher. Trotzdem, es geht noch weiter auf jeden Fall. Wollen wir auch mal ein bisschen beleuchten und ein bisschen zeigen, was so in der Zwischenzeit in Bremen passiert ist. Im normalen Leben, sag ich mal. Wir wissen es ja selber noch nicht, dass aus dem Zeitpunkt in der Zukunft liegt. Genau. Also hoffentlich nichts Schlimmes. Ja. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß. Moment, wir zeigen einmal noch die tolle Aussicht hier in diesem Riesenhotel, wo wir sind. Ja, und dann würde ich mal sagen, los geht's mit dem Vlog. Ja, was können wir sagen zum kleinen Update aus Bremen? Ich muss mich erstmal hier entpellen. Das Update ist nämlich, das Wetter wird wunderbar. Das kenne ich gar nicht mehr. Die Sonne hat man so vermisst. Gesabbelt habe ich auch ohne dich die ganze Zeit. Ja. Also die Sonne hat man so vermisst, da kannst du ja gar nicht mitreden. Aber es ist herrlich. Ja, wir erleben hier, ich erlebe hier den ersten Frühlingstag 2023 in Bremen. Vorher war wirklich noch nichts. Es war kalt, es war windig, es war regnerisch. Ja. Ja, und haben wir gleich mal die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, wie man so schön sagt, und haben uns hier in den Biergarten an der Weser gesetzt, beim Paulaners, mit einem zünftigen Getränk zur Mittagszeit. Begrüßen wir den Frühling, ja, ne? Genau. Und euch. Genau. So, Prost Frühling. Prost. Ach, ja, schmeckt lecker. Ja, Johns Geburtstag ist auf der Zielgeraden. Er hat ein bisschen spät durch den Urlaub bedingt seinen Wunschzettel oder seine Wünsche dokumentiert. Ja, sieht schlecht aus mit den Wünschen. Die gibt es alle gar nicht mehr oder nicht mehr bis dahin. Müssen wir noch ein bisschen improvisieren. Ja, aber das kommt ja auch immer so überraschend, so ein Geburtstag. Aber ich finde, in dem Alter ist es auch ganz schwierig, Sachen zu schenken. Man weiß gar nicht, wie die Interessen sind. Oder? Naja, die Interessen weiß ich schon. Ja, aber ich finde es schwer, weil ich kenne mich da nicht so aus mit diesen Sachen. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall genießen wir erstmal das schöne Wetter jetzt hier. Herrlich. Immer alles an Foto und Film festhalten, ne? Worauf warten wir jetzt hier? Eine Wolke verdeckt gerade die Sonne und ich wollte gerade noch ein schönes Foto machen, was natürlich nur gut aussieht, wenn die Sonne scheint. Oh. Und das ist in Bremen übrigens immer so, wenn mal Sonne da ist, sind noch gleich wieder Wolken da. Aber wir warten mal ein paar Sekunden. Ja, sie kommt gleich. Ja, ich hoffe, dass wir ein schönes Bild machen können. Für die, die gerade arbeiten müssen und denen man dann gerne solche Fotos schickt. Also ein Bild kannst du auch gleich mal von mir machen. Das sieht toll aus mit dem Himmel. Ja, hinter uns ist ja schon der blaue Himmel. Ja, aber das sieht schön aus. Ja. So, Achtung, könnte gleich heller werden. Ja. Nochmal einen Schluck nehmen zwischendurch. Nicht, dass du dann die Sonne verpasst. Wir müssen ja froh sein, dass es langsam vonstatten geht. Jetzt können wir das Bild machen gleich. So, Achtung. Bisschen freundlich gucken, Simone, als ob du hier Spaß machen würde. So, einmal noch. Achtung. Es war nicht geplant, aber diese Szene lassen wir mal ganz drin. Die muss man im Gesamtbild sehen. War gar nicht so geplant, ja. Ist doch nicht schlimm, oder? Also, ich fand es auch amüsant, glaube ich, währenddessen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber doch. Warum nicht? Gut. So, Andenken sind gemacht. Kommt noch mehr Sonne, bitte noch mal machen? Bin doch heller, oder? Ja. Sieht ja noch mehr nach Sommer aus. So, einmal noch. Achtung. Gut, jetzt haben wir es aber. Kannst du von mir noch ein Foto machen, bitte, aus der, aber ohne dich drauf. Ohne mich drauf? Ja. Dann wird das Bild auch nicht gut. Das sah toll aus mit dem Himmel. Auch mit Bier.
Ja, eins mit eins ohne. Also ich wollte ja so den Himmel so, weißt du? Ja, ich bin ja nicht doof. So. Und alle Kontrolle, mit Bier. Kontrolle. Das wollte ich doch gar nicht. Und alle mit Bier. Ja, du bist im Biergarten, da musst du auch ein Bild machen davon, wo du sitzt. Und du musst dich auf die Parkbank setzen. Ja, ich wollte doch so ein anderes Bild. Ja, so ein... Ich versuche mal ein Selfie. Oh Gott. Ja, habe ich auch gedacht. Wir müssen es machen. Wird es denn gehen? Weiß ich auch nicht. Ich habe nicht so lange Arme wie du, dass ich das so drücken kann. Soll ich es machen? Ja. Hast du doch die Perspektive so. Das ist ja diese Perspektive. So wie wir eben waren. Also doch mit Bier jetzt. Ja, eins mit eins ohne. So. Mit Bier ist gemacht. Gut. Anders geht's nicht. Du willst nur dich auf mein Bild schleichen. Ich kann nur sagen, der Urlaub in Florida war echt erholsam, ohne sowas. Mann, Mann, Mann. Ja, fand ich auch. Ohne da gewesen zu sein, fand ich es auch erholsam. Herrlich war's. Und bei so schönem Wetter wird sogar mal John rausgelockt. Was heißt rausgelockt? Bin jeden Tag draußen. Und jetzt bin ich hier. Und weiß nicht, was Stefan gesagt hat. Hab nur gehört, mit John rausgelockt. Ja, und wie gefällt dir so der Frühling? Oder die ersten warmen Sonnenstrahlen hier in Good Old Germany? Ja, also das Sonnenstrahlen sind es ja nicht ungewohnt, aber die Temperatur dazu, also man sieht ja auch, ich habe dicke Jacke. Also Thema Uhrzeit bin ich wieder ganz gut reingekommen. Morgens mit Aufstehen habe ich immer ein paar Probleme. Wenn Simone mich zur Schule aufweckt, dann schlafe ich danach direkt wieder ein. Dann werde ich nochmal aufgewacht. Wunder mich, dass das Fenster offen ist, dass halt schon jemand bei mir im Zimmer war, weil dann wird immer erstmal direkt gelüftet und kurz danach fällt mir ein, dass ich schon mal aufgeweckt wurde, aber... Also ich muss auch sagen, ich habe heute den ersten Tag durchgeschlafen, also dieser Jetlag, den man ja, von dem man so viel spricht, den ich normalerweise gar nicht habe, habe ich diesmal auch gehabt und ich liege dann nachts ein bisschen öfters wach, gucke dann irgendwelche YouTube-Videos und komme gar nicht so richtig in Schwung, habe ich aber heute zum ersten Mal gehabt, dass ich durchgeschlafen habe. Ja, ich muss das Durchschlafen unterbrechen und die Simone kommt. Ja, da ist Simone wieder. Wo warst du denn? Ich war mal für kleine Mädchen. Das ist ja wohl erlaubt, wenn man hier fast einen ganzen Liter ausgetrunken hat. Na? Das ist nicht für dich. Zeig mal, was hast du da mitgebracht? Das ist nicht für dich. Zeig her. Oh Mann. Moin Deutschland, besuch mich mal. Was war das denn? Es gibt jemanden so, wo wir uns das aus Gaggigkeit hin und her schicken. Das passt gerade. So, wir haben die Location gewechselt. So, Johnny, wie fühlt man sich so in den letzten Lebensstunden des alten Lebensjahres? Jetzt gerade tatsächlich nicht so besonders, weil 14 und 15, das sind halt so Lebensjahre, da passiert nichts. Wenn ich jetzt so, keine Ahnung, sagen wir mal 18 werde, dann werden glaube ich, so die letzten Tage komisch. Okay. Ich habe eben schon davon gesprochen, dass du dir Sachen gewünscht hast. Kannst du mal kurz erzählen, was das so war? Ja, ein paar PlayStation-Spiele. Ich habe neulich nochmal bei meiner PSP, das ist ja diese kleine PlayStation, die so wie Nintendo Switch halt in so einer Größe ist, so eine Handkonsole, meine alten Spiele durchgeguckt und habe da nochmal die paar Crash-Teile gespielt und habe gesehen, für PS5 gibt es aktuell auch ein Crash, das habe ich mir gewünscht. Dann habe ich mir, da ich momentan noch mal die Hitman 1, 2 und 3 spiele, diese etwas älteren Teile in Remastered gewünscht. Und dann habe ich mir, da ich auch schon seit einiger Zeit diese WWE 2K-Spiele spiele, habe ich mir dazu auch das aktuelle gewünscht. Und dann noch Adidas-Schuhe von South Park. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Diese Schuhe, die du dir gewünscht hast, das ist irgendwie so eine Limited Edition, die können wir unmöglich auftreiben in der Kürze der Zeit. Also da kann ich dir schon mal sagen, die bekommst du nicht. Ja, hat er mir schon gesagt, hinter der Kamera. Und auf jeden Fall das Spiel World War Z, weil ich gehört habe, dass das so ähnlich sein soll wie Back for Blood, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich bin ja eh ein großer Zombie-Fan. Und als wäre das schöne Wetter nicht schon
schön genug oder lohn genug. Gibt noch was zu essen hier. Ich habe mir hier, ja, ungewöhnlich vielleicht, aber Spaghetti. Schmecken hier sehr gut mit Käse überbacken. Ich liebe das. Schon zum dritten Mal oder vierten Mal esse ich die. Und Simone? Ich habe eine Bauernbratwurst und ich habe jetzt, ich glaube, ich esse seit 3 Tagen wieder Fleisch. Ich habe ja vegetarisch gemacht, als die Jungs nicht da waren. Ich habe gestern fettes Schnitzel gegessen und den Tag davor habe ich irgendwie Auflage hier Wurst irgendwas gegessen. Aber das gibt, glaube ich, D-Abos bei dir auf dem Kanal. Ich habe diese 2 Wochen super ausgehalten und ich habe mir sagen lassen, dass John auch teilweise von meinem Essen ganz angetan war, was ich da so gemacht habe an vegetarischen Gerichten. Nein. Das hast du falsch verstanden. Ich habe dir gesagt, dass John, als wir deine Videos im Hotel geguckt haben, Hunger bekommen hat auf das normale Essen, was wir so in Deutschland essen. Ach so. So habe ich es gesagt. Ja, komischer Gedanke. Ich bin doch nicht blöd und verzichte auf Fleisch. Ja, was machen Stefan und ich gerade? Wir sitzen hier im Wohnzimmer und gucken uns ein 20 Jahre altes Video an. Und zwar von Stefan und Simone, wie sie Florida besuchen und hier gerade, wie heißen diese, nicht Rolltreppen, sondern diese Laufbänder entlang ins Universal Studio gleiten. Und hier haben wir die Simone, wenn man es erkennt, sie hat eine Brille auf. Harry Potter Welt gab es da noch nicht, die Brille schon. Und was haben wir hier? Am Bahnhof in Bremen hier gibt es einen Laden, der heißt House of Sweets und genau die hier haben wir auch in Amerika probiert. Was wir auch gefunden haben hier, Snickers Popcorn, auch in den Einkaufswagen. Also ist auf jeden Fall lecker, nicht so süß wie die anderen Sachen, die wir bisher hatten. Also das Ideale. Süßigkeit essen für den Strand, wenn die Sonne nicht scheint, weil ja auch hier Schokolade drin ist. Und hier in Deutschland gefunden für 9 Euro, war in Amerika billiger, war aber ja auch in Amerika nicht exportiert. Aber cool, dass man nochmal die Möglichkeit hat, den Geschmack aus Amerika ein bisschen mit nach Deutschland zu nehmen. Und ich bin gespannt, wie das Universal Studio vor 20 Jahren aussah. Ja, diesen Brontosaurus hier, den haben wir dieses Mal im Urlaub vergeblich gesucht. Der war leider abgebaut. So, Johnny, wie schmecken denn die 9 Euro teuren Popcorn? Ja, lecker. Genau wie aus USA. Wahrscheinlich, weil es aus USA ist. Aber nochmal schön hier die ganzen Dinos zu sehen, die in Amerika leider in dem Park gefehlt haben. Stattdessen stand da so ein komischer Kasten mit Tarnfarben, damit es nicht auffällt. Wahrscheinlich steht darunter noch das Gerüst des Dinos. Ja, zu guter Erst werde ich mich mein ungepflegtes Erscheinen entschuldigen. Ich bin gerade erst aufgestanden, habe nur Hausschuhe angezogen und ich habe wohl... Das war bestimmt der Grund, warum ich gestern nicht in die Küche sollte, oder? Unter anderem, ja. Ich habe es aber heute Morgen gemacht. Was ist das für ein Kuchen, wenn ich fragen darf? Mit weißer Schokolade, Mousse Schokolade. Und Oreos, wie ich sehe. Auch, ja. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Auspacken. Der Grund, warum Stefan nicht hier ist, ist, weil er arbeiten muss. Er muss jetzt die Geburtstagskosten wieder reinbringen. Spaß. Vielleicht ist er ja in einem der Pakete drin. So. Ich glaube, das Ratespiel machen wir mal nicht, weil ich habe wirklich gerade gar keine Ahnung. Ich merke, dass hier oben irgendwie... Nee. Machen wir mal auf. Ja, das ist ja geil. Viele kennen wahrscheinlich diese Controllerhalter, die im Saturn sind. Hier ist so einer mit Gollum. Ich weiß noch, ich hatte mir, glaube ich, zum letzten Geburtstag sowas gewünscht. Da konnte man aber kein gutes Motiv finden. Ja, das ist schon mal geil. Machen wir mal weiter. Crash Bandicoot 4. Das habe ich mir gewünscht, als ich herausgefunden habe. Also ich habe so ein bisschen nachgeguckt, weil Crash ist so was,
Das war einer meiner ersten PlayStation-Spiele, also auf der PSP habe ich da zwei Teile gespielt. Und ja, da habe ich mal geguckt, ob vielleicht für PS5 was kommt. Und es gibt was für PS4, was du aber auf PS5, wie hier steht, upgraden kannst, kostenlos. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da habe ich mich, glaube ich, so von meinen Wünschen auch am meisten informiert. Also vielen Dank. So, weiter geht's. Was ich auch schon sehr lange spiele, die WWE-Reihe und hier der aktuellste Teil. Packen wir das erstmal beiseite. Das ist nicht von uns, das ist von Nino. Von Nino. Also das geht ja irgendwie. So, warte, wo macht man das aus? Das kommt zugeklebt. Ja. Ja, ich glaube, ich kann den Aufschlag wohl. So. Noch ein Brief drin. Da steht auch was drauf auf der anderen Seite. Lieber John, alles Gute zu deinem Geburtstag. Vielen Dank und vielen Dank schon mal im Voraus für das Geschenk. So. Oh, ich muss so gehen. Ist auch noch eine Karte. Ach, das ist ein Gutschein. 50. Wow. Vielen, vielen Dank. Und hierhin steht auch, für was man das alles einlösen kann. Vielen lieben Dank, Nino. Wofür kann man das zum Beispiel einlösen? Unter anderem? Xbox, Zalando, also so gut wie für fast super. Alles. Ja, klasse. Krass, dankeschön. Ja, hier unter dem ganzen Müll liegt das letzte Paket. So. Krass. Das habe ich mir auch gewünscht gehabt, und zwar World War Z. Das Spiel habe ich schon mal angespielt auf der Xbox, als wir noch den Game Pass hatten, und hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil es mich irgendwie sehr an das Spiel Back 4 Blood erinnert hat. Also ich sage, vielen lieben Dank an Nino für die Gutscheinkarte und vielen lieben Dank an Simone hinter der Kamera für die Geschenke. Bei Stefan muss ich mich dann später nach der Schule bedanken. Das Gute ist, es ist jetzt gerade ein Dienstag, der 18. April, mein Geburtstag, und es ist 8.21 Uhr. Ja, eigentlich müsste ich in der Schule sein. Nein, ich habe heute... Und dann kam der Schock. Die Kamera ist ausgegangen und Simone war sich nicht sicher, ob überhaupt was gefilmt wurde. Kannst du das sehen? Kannst du sehen, ob das was aufgenommen hat? Ja, normalerweise leuchtet die Kamera immer mit einem roten Blinken, wenn sie aufnimmt. Und als Simone dann einmal auf mich zukam, habe ich gesehen, es hat nicht geblinkt. Und daraufhin habe ich einmal kurz die Kamera überprüft und mir ist aufgefallen, die Kamera nimmt nicht auf. Ja, das haben wir auch dann nochmal überprüft, indem ich einmal auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Und ja, das Einschalten und das Ausschalten der Aufnahme hat ein unterschiedliches Geräusch. Also das Video von Simone gerade eben war ihre Reaktion auf das Geräusch, das die Kamera nicht aufgenommen hat. Aber als wir dann nachgeguckt haben, haben wir dann gesehen, die Aufnahme ist einfach abgebrochen. Und ihr habt ja auch schon gesehen, die Aufnahme ist da, also alles gut. So, lieber John, das waren aber noch nicht alle Geschenke. Du darfst dich bis heute Nachmittag noch etwas gedulden. Es gibt noch zwei weitere Geschenke. Spannungsbogen, auch für euch Zuschauer. Und ein drittes Geschenk, dafür müssen wir mal zusammen in die Stadt gehen. Das wollte ich jetzt nicht ohne dich aussuchen. Mhm. Und zwar darfst du dir eine frühlingshafte, eine leichte Jacke aussuchen, weil ich glaube, die Zeit der Winterjacke ist hoffentlich bald vorbei. Ja, das habe ich in den 2 Wochen auch ganz vergessen, irgendwie in die 2 Wochen, die ich in den USA war. Ja, da hast du keine Jacke getragen, da hast du immer kurzärmlich getragen, und dann, als man sich so gerade dran gewöhnt hat, kommt man zurück und muss da in die Winterjacke. Ja, ja, gut. Genau, gut. Also, ich muss mich jetzt sputen, ich muss zur Arbeit. Der Kontrollhalter sieht geil aus.
Ja, warte. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich verlasse um 5 Uhr die Wohnung und zum Feierabend sind alle schon wieder hier. Aber mein kleiner Glückwunsch zum Geburtstag trotzdem. Und wie war der Geburtstag so bisher, allein zu Hause? Ja, ganz gut. Die Spiele zum Beispiel habe ich schon auf der PlayStation runtergeladen. Ja, sind alle inzwischen runtergeladen. Angespielt habe ich aber noch nichts. Und ein paar Überraschungen gibt es ja noch. Habe ich auch schon gehört. Eine bringt der Postbote heute noch. Das kam nicht rechtzeitig. Und nachher gehen wir zu Oma und Opa. Essen. Da gibt es dann auch noch eine Überraschung, eine kleine. Obwohl die ja auch schon ihren Anteil, ihr Geld zu den anderen Geschenken mitzugegeben haben, ne? Ja, ist mir schon klar mit dem Geburtstagsgeld, dass das alles angegeben wird und dann wird davon was gekauft. Ja, die Controllerhalterung ist auch eine Handyhalterung und viel kann ich dazu dann sonst auch nicht mehr erklären. Allerdings kann ich jetzt zu den Spielen was erklären. Hier läuft gerade Crash, ist der vierte Teil. Und auf der Verpackung stand kostenpflichtiges PS5-Upgrade, war irgendwie doch nicht mehr kostenpflichtig. Und das Gute ist, ich habe das dann jetzt auch digital drauf, also brauche nicht mal die Disc einzuwerfen. Ja, Crash ist ein Jump'n'Run-Spiel und ja, bei der Musik allein schon kommen sehr viele Kindheitserinnerungen bei mir hoch, weil ich das Spiel ständig früher auf der PSP gespielt habe. War sogar mein Lieblingsspiel damals. So, das nächste Spiel ist... Oh, hier geht schon los im Ring. WWE 2K23. Und ja, ich bin hier gerade John Cena. Ja. Und bin am Verkacken. Auf jeden Fall, die Reihe habe ich ja auch schon etwas länger gespielt. Ich glaube, ich bin seit WWE 2017 oder 18 dabei. Und seitdem hole ich mir jedes Jahr oder wünsche mir jedes Jahr immer das Spiel. Und ja. Ich habe schon ein paar Veränderungen hier gemerkt, zum Beispiel auch, man sieht den Schweiß zum Beispiel in den Haaren ein bisschen besser, also grafisch hat sich einiges getan und ja, Kampfsystem ist ein bisschen anders, aber ich glaube, um so richtig Unterschiede noch zu merken, muss ich das Spiel ein bisschen länger spielen, aber es gibt auf jeden Fall neue Charaktere zum Spielen, also ich bin gespannt. So, und was auf dem Kuchen drauf ist, ist bei jedem Stück unterschiedlich. Ich habe mich für Kinder-Burino entschieden, Stefan war es egal, also habe ich für ihn Schokobrezeln entschieden. Und was hast du genommen, Simone? Wer es erkennen kann, ich habe Joghurette mir ausgesucht. Probieren wir mal. Hab ein Stück gerade ohne Kinder-Burino gegessen und das schmeckt schon gut. Also, lecker gemacht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber John. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag, John. Alles Gute zum Geburtstag, John. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Schöne Grüße aus Bad Salzuflen. Ja. Was sagt man da? Vielen Dank. Ich bin ein wenig überfordert, weil Stefan damit gerade einfach so in mein Zimmer reingestürmt ist. Also, ja, ich schätze mal Dankeschön. Und, war der Postbote schon mal da? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht klingeln hören. Sieht schlecht aus. Bitte warten noch. Ja, John, dann kannst du mal erzählen, was du dir so für dein neues Lebensjahr vorgenommen hast. Welches Lebensjahr ist es denn? Es ist das 15. nach meiner Rechnung. Und bei dir? Das 16. weil als ich 0 Jahre alt war, habe ich mein erstes Lebensjahr gelebt. Also bin ich quasi schon im 16. Lebensjahr. Ja. Oh. Also ich merke schon, du wirst genauso ein Klugscheißer bleiben wie im vergangenen Lebensjahr. Das kann ich daraus erhören. Sonst noch was? Was ich mir vornehme, also das ist irgendwie, seitdem ich 12 bin oder so, dass ich mir irgendwie jeden Geburtstag vornehme, vielleicht ein bisschen vernünftiger zu werden, aber... Auf deine Eltern mal zu hören vielleicht? Ich höre dich ja. Also, ja, das hält dann aber immer nur eine Woche an. Dann ist wieder alles wie vorher. Ja, so ist es leider. So, und Simone, hast du was zu sagen?
Oh ja, wenn ich die Gelegenheit bekomme, muss ich sagen, muss John noch mit ins Bild. Das Geburtstagskind hier muss mit ins Bild. Also ich bin sehr stolz auf dich, John. Es hätte schlimmer kommen können. Aber auch besser. Und, ach, man muss auch mal zufrieden sein. So. Nein, ja. Du hast einen tollen Charakter, es macht Spaß mit dir, du bist lustig. Also auch wenn du das jetzt so nicht gerne hörst vor allen Leuten. Danke, danke. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt gehen wir zu Oma und Opa, da geht's dann weiter. Die heißen ja auch Bäcker. Ja, gut, danke. Habt ihr schon alles aufgegessen? Nein, das haben, wir haben so zwei Stücke rausgenommen. Ah ja. Drei Stücke, sonst drei erst. Und noch eine Kleinigkeit für dich. Vielen Dank, Oma. Ja, gerne. Und den Kuchen, den werden wir wegstellen. Wäre wohl nicht nötig gewesen, so ein Geschenk noch, oder? Ach. Doch, doch, doch. Ihr habt ja schon beigetragen. Ja, was hast du denn gekriegt? ihr habt ja mit den Geburtstag. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was du bekommen hast. Kann ich dir gleich alles zeigen. Ach so, prima. Wollen wir mal sehen, ob das das Richtige ist. Ey, ich habe eine lustige Geschichte dazu. Erstmal vielen Dank. Durch Universal bin ich nochmal so richtig ins IT-Fieber gekommen. Und heute, als ich etwas früher von der Schule kam, habe ich mir noch mal so ein paar Sachen angeguckt zur Schule. Und als ich dann quasi Freizeit machen wollte, dachte ich mir so, gucke ich ein bisschen vom Film noch mal, um diese Stimmung aufzufassen irgendwie. Und habe auf Netflix geguckt, habe auf Prime geguckt, habe auf Wow geguckt, habe überall geguckt, habe E.T. nicht gefunden. Kann mich aber daran erinnern, dass Stefan meinte, dass er das unten in seinem Blu-ray-Schrank hat. Habe da gesucht, nichts gefunden. Und nun ist es da. Vielen Dank. Gerne. Immer diese Extrawürste. Für uns gibt's Extrawürste, für dich gibt's lecker Pizza. Sieht mir aber nicht nach Wurst aus. Käse. Wieso kriegen wir Extrawürste, Simone? Verstehe, erklär erstmal. Ja, bitte. Weil wir kriegen was anderes und ich glaube, das Geburtstagskind kriegt heute das Beste. Das Lieblingsessen. Aber ist die Extrawurst nicht das, wenn einer als einziger was anderes kriegt? Ja, ich wollte es mal in netten Worten hier dich in Schutz nehmen. So ist es. Also Simone, das war wieder mein kleines Eigentor, ist egal. Ich bin jedenfalls, was heißt hier eigentlich das Beste? Ich glaube, wir kriegen hier, was kriegen wir denn hier? Brot? Ja, sicher. Nein, mit leckeren Sachen. Wir machen Öldippen nämlich. Das Brot wird gedippt in, wir haben hier feinstes Bärlauchöl, wir haben Limonenöl und wir haben Chiliöl und dazu haben wir noch Käseauswahl, Oliven, Peperoni und Eier. Lasst es euch schmecken. Ey, ich denke mir nichts. Ich sehe, wie Stefan zwei Schiffe filmt und ich denke mir so, ja gut, kann man gut nehmen. Aber jetzt filmt er mich und ich habe gar nichts zu sagen. Ich bin überfordert mit meinen 15 Jahren. So, das sind auch noch wohl Pakete für mich. Eins zumindest, oder sind beide für mich? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube zu wissen, es ist glaube ich nur eins für dich. Eins ist für Papa. Ja gut. Welches? Also für mich ist mal wieder nichts dabei. Welches ist, was glaubst du, welches ist für Stefan? Das Große ist für mich natürlich. Ich glaube, das naja, ist für dich, aber ich bin mir auch nicht sicher. Warte, oh, ich habe ein bisschen Muskelkater. Ja, pass auf, wie du es aufmachst wegen der Adresse, aber... Hallo? So. Jetzt sagt er mir größer, aber man kann beides als größer wahrnehmen, weil das Paket halt einfach... Ja. Willst du immer noch weiterlaufen in deinem neuen Lebensjahr? Ja gut, dann Simone, welches Paket soll ich öffnen? Mach mal das auf. Oh, was haben wir denn hier? Ach! Ich hatte schon mal so ein... Warte, ist das die Fortsetzung quasi so davon? Weil ich hatte mal ein... Zeig mal, was es ist. Hab ich gezeigt. Hier, Stranger Things. Und ich habe davon... Was ist denn jetzt? Andersrum drehen. So gehört. Man erkennt es auch so. Ja. Und ich habe ein Buch von den ersten beiden Staffeln. Licht an, Simone. Ich habe ein Buch von den ersten beiden Staffeln
Und hier scheint es sich auch nochmal, wie ich an den Bildern sehe, um die, auf jeden Fall um die dritte und um die vierte Staffel zu handeln. Welche Sprache ist das Buch denn? Auf Englisch. Aber das ist ja kein Problem für mich. Ich kann ja auch schon einen amerikanischen Burger bestellen. Vielen Dank. So, der Vollständigkeit halber zeigen wir auch, was in diesem Paket drin ist, was ich mir selbst gekauft habe. Das ist selbst? Ganz, hat nicht Simone gekauft. Das ist ganz unspektakulär. Eine externe Festplatte. Das war auch schon alles. So. Das war Johns Geburtstag. Moment, wo haben wir's? Nein. Wird weggepackt fürs nächste Jahr oder für den nächsten Geburtstag. Für Simone. Und der Geburtstag ist tatsächlich noch nicht ganz zu Ende. Ich habe noch was vom lieben Kai bekommen. Er hat mir einen Amazon-Gutschein geschenkt und hat dann auch einen netten Brief hinterlassen. Kann ich ja mal kurz vorlesen. Lieber John, ich wünsche dir alles Gute und Beste zu deinem Geburtstag. Hab einen schönen Tag und lass dich ordentlich feiern. Habe ich machen lassen und dann noch liebe Grüße aus Nürnberg, Kai. Ja, leider weiß ich nicht, wie ich dich erreichen kann, deshalb sage ich einfach hier im Video vielen lieben Dank, das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt geht's mit World War Z ins Zombie-Gemetzel. So, soll ich dir was sagen, Simone? Mhm. Das Video ist zu Ende. Die halbe Stunde ist schon wieder mehr als voll. Und du darfst die Absage machen. Oh, schon wieder. Das ist ja eine Ehre. In Johns Geburtstagsvlog. Also, liebe Leute, wir freuen uns, dass ihr immer so regelmäßig und fleißig zuschaut, so tolle Kommentare schreibt. Ich bin gerade hier nebenher am Beantworten. Und ja, es macht wirklich Spaß für euch, Videos zu machen, kann ich jetzt nur mal so sagen, oder? Wie ist das? Nicht so lang, wir sind schon über eine halbe Stunde drüber, nicht? Dann musst du mir nicht das Wort gönnen. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja, macht das mal. Viele gucken uns an, ohne uns zu abonnieren und uns hilft natürlich jedes Abo. Genau, und es wäre auch nett, wenn ihr denkt, der ein oder andere Freund von euch würde vielleicht auch interessieren, was wir so machen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. So, jetzt aber. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. So, ich mache jetzt Kommentare.